Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute habe ich mein Want to Read für den Monat April. Ich bin auch damit sehr spät dran, aber ist ja scheißegal. Ich zeige euch trotzdem, was für Bücher ich lesen möchte. Und naja, ich glaube, ihr könnt mir direkt glauben, dass ich diese Bücher nicht alle schaffe, aber ich bin trotzdem sehr, sehr optimistisch. Also seid bitte mit mir optimistisch. Das erste Buch habe ich auch schon so bis ein bisschen über die Hälfte geschafft. Und zwar ist das House of Night Betrogen. Ich habe ja im März den ersten Teil gehört und jetzt habe ich hiermit angefangen. Ich bin jetzt bei der Hälfte. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin immer noch sehr positiv überrascht, dass mir das so gut gefällt. Aber ich bin sehr gespannt, wie das Buch endet. Und ich denke, ich werde dann jetzt jeden Monat so eins davon lesen oder vielleicht auch zwei, mal schauen, wie sich die so lesen lassen. Und ansonsten machen wir mal weiter mit dem nächsten Buch. Das nächste Buch wollte ich auch schon länger lesen, nur leider hat es bei mir und meiner Lesepartnerin, sag ich jetzt mal, nicht so geklappt. Und zwar geht es um Die Flammende von Kristin Cashaw. Das ist der zweite Teil dieser Sieben Königreiche Trilogie, glaube ich, ist es. Und ja, das Buch lese ich zusammen mit Sabrina von Sabrina Morgenthaus Bücherkanal. Ich verlinke euch natürlich ihren Kanal unten in der Infobox, dann könnt ihr auch mal bei ihr vorbeischauen. Und ja, wir möchten dieses Buch diesen Monat lesen. Ich hoffe, dass wir das schaffen und ich hoffe, dass es uns beiden so gut gefallen wird wie der erste Teil. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf und ich freue mich super darauf. Und ich finde übrigens das Cover sehr schön. Ich finde allgemein die Cover sehr schön, aber dieses Buch finde ich nochmal super toll mit dieser Frisur und den roten Haaren. Ja, ich bin super gespannt darauf. Dann ein Buch, was ich aus dem letzten Monat leider mitnehmen muss, beziehungsweise das heißt leider, das Buch ist ja kein doofes Buch, aber es ist einfach so dick und ja, so dicke Bücher sind bei mir persönlich immer so ein Abschrecker. Wenn ich mir in meinem Regal die Bücher anschaue, dann greife ich irgendwie automatisch zu den Büchern, die etwas dünner sind und ja. Deswegen schreckt mich so ein dickes Buch immer ab. Aber es ist, geht um Clockwork Angel, Chroniken der Schattenjäger von Cassandra Clare. Ich liebe die Schattenjäger, ich liebe die Chroniken der Unterwelt-Reihe und ich möchte diese Reihe auch so lieben. Ich habe hier auch schon angefangen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe schon so viel gelesen, also nicht sehr viel. Ich bin auf Seite, ich kann euch das sagen. Ich bin so auf Seite 100 bin ich. Ja, das Buch habe ich ja auch im März mitgenommen, weil ich da glaube ich nur so 20, 30 Seiten geschafft habe. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Und deswegen möchte ich es unbedingt in diesem Monat beenden, weil ich endlich mal weitermachen möchte mit der Schattenjägerreihe. Weil ich gesehen habe, dass jetzt glaube ich im Mai wieder was Neues von Cassandra Clare erscheint, was auch wieder mit Schattenjägern zu tun hat. Und ja, ich hänge da voll hinterher und deswegen möchte ich das machen. Ja, wie gesagt, ich schreck die Dicke halt so ein bisschen ab. Aber vielleicht lässt es sich ja super schnell lesen. Das, was ich bis jetzt so gelesen habe, fand ich ganz gut. Hat mir gefallen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Buch sich so weiterentwickeln wird. Dann ein Buch, von dessen ersten Teil ich so gut fand. Und dann habe ich mir so durch mein Regal geguckt und habe mir so gedacht, warum hast du eigentlich nicht direkt weitergelesen? Und ich habe nicht direkt weitergelesen, weil ich damals den zweiten Teil noch nicht hatte. Und als ich ihn dann hatte, dann ja, habe ich irgendwie keine Lust gehabt, das zu lesen. Und zwar geht es um London Road, Geheime Leidenschaft von Samantha Young. Ich fand ja Dublin Street von Samantha Young so gut. Das war ein Buch, das hat mich total beeindruckt. Das hat auch, glaube ich, damals 5 Sterne von mir bekommen. Es hat mir einfach total gut gefallen. In diesem Buch geht es um Johanna Walker. Sie kann sich vor Verehrern kaum retten. Ja, sie muss ihren kleinen Bruder beschützen irgendwie und dann begegnet sie Cameron, der gut aussehend, gefährlich ist und sexy natürlich, ne? Und dann entwickelt sich da sowas. Den ersten Teil fand ich sehr, sehr gut. Ich hoffe, der zweite ist auch so gut. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den zweiten Teil fandet, wenn ihr diese Edinburgh Love Story kennt. So heißt ihr, glaube ich. Ja, es sind halt immer Charaktere, die dann aus dem ersten Teil zum Beispiel, also ich glaube, Johanna war im ersten Teil Nebencharakter. Bin mir nicht mehr ganz so sicher, ich glaube auch schon und dann geht es halt immer so weiter. Auf jeden Fall möchte ich dieses Buch lesen, weil ich möchte unbedingt mit Samantha Young weitermachen. Ich möchte mal gucken, ob sie mich weiterhin so beeindrucken kann wie mit Dublin Street oder ob das nur so ein kurzer war. Aber nein, ich glaube, Samantha Young kann echt gut schreiben.
Habe ich so ein Gefühl. Und dann ein Buch, was ich ganz neu habe und ich weiß einfach nicht, ich glaube, es war einfach ein Colorkauf, weil ich finde dieses Cover ist so schön frühlingmäßig und sommermäßig und dann hört es sich noch total nach Anna Todd an und ja, ich hasse Anna Todd, aber ich liebe sie dafür noch umso mehr und deswegen musste ich dieses Buch haben und zwar geht es um Dark Love, Dich darf ich nicht lieben von Estelle Mascam. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen und hat 9,99 Euro gekostet. Und ja, hier geht es um die 16-jährige Eden, die den Sommer bei ihrem Vater in Santa Monica verbringen soll. Und dieser hat, glaube ich, eine Frau und die Frau hat einen Sohn. Und also das ist dann im Grunde ihr Stiefbruder. Und ja, der erste Stiefbruder ist natürlich der Bad Boy. Wie soll das anders sein in diesen Büchern? Und da entwickelt sich dann was. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Und schaut euch dieses Cover an. Ich finde das so schön. Und wirklich, immer wieder, wenn ich ihn hier sehe, denke ich an Ian Somerhalder. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so denkt, aber der sieht einfach haargenau aus wie Damon. Also wie Ian Somerhalder. Das denke ich immer wieder, wenn ich den sehe. Und ja, mir gefällt dieses Cover unglaublich gut. Ich finde das total toll. Und dieses Buch möchte ich definitiv auch diesen Monat lesen. Es ist zwar ganz neu, aber es gibt manchmal Bücher, die kaufe ich mir und lese sie auch direkt weg. Und das finde ich auch gut so. Ja, auf jeden Fall ist das so ein Buch. Das sind auf jeden Fall die Bücher, die ich diesen Monat lesen möchte. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr in diesem Monat so lesen möchtet. Ja, da freue ich mich natürlich immer drüber. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr eins von den Büchern kennt und wie ihr sie findet natürlich. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.